Folge 28 Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4, immer noch mit Reflex. Ja, lange war's ruhig. Jetzt gibt's mal wieder eine neue Folge und ja, wir müssen immer noch James Kidd aufspüren. Da haben wir ja in der letzten Folge aufgehört. Und wir sind ja momentan, wissen wir ja, wir befinden uns ja hier auf der Insel von den Assassinen. Und hier bin ich ja so kläglich gescheitert in der letzten Folge. Ich hoffe, ich kann die Steuerung noch. Ich bin jetzt schon ein bisschen raus. Ja, aber es sieht ganz gut aus. Ja, ich glaube, ich habe die Steuerung noch so gerade eben im Kopf, wie es nochmal war. Das war... Okay, das war das. Gut. So, ich will mal eben meine Uhr anders positionieren, dass ich die ein bisschen besser im Blick habe. Ja, bald kommt ja das Update. Am 30.04. kommt ja endlich das Update für die PlayStation. Wo man schön die Videos auf seinen Stick ziehen kann. Und somit, als ich die Mühe nicht mehr machen brauche, das Ganze erst runterzuladen auf seinen Rechner von Facebook. Und dann erst auf YouTube hochladen. Das wird einigen Arbeit ersparen. Das mir auch. Und ja, somit. Wer das schon mal getan? Wie gesagt, das Ganze bringt eine App mit sich, die heißt Share Factory. Da kann man noch ein bisschen detaillierter die Videos bearbeiten. Hallo. Toll, jetzt wurde ich auch noch entdeckt. Na, fängt ja schon wieder gut an. Naja. Au. Ja, in der Let's Play Live Show. Momentan spielen wir ja Trials Fusion. Wer es nicht kennt, sollte mal vorbeischauen. Jeden Freitag, jeden Samstag ab 20 Uhr. Die Let's Play Live Show auf www.twitch.tv/Let's Play Live Show. Da gibt es jeden Freitag, jeden Samstag einen Livestream von mir. Ach, schade, Mann! Da war ich jetzt zu gierig. Und ja, momentan, wie gesagt, spielen wir Trials Fusion. Genau, Trials Fusion. So ein Motocross Side-Scroller, aber in richtig hübscher Grafik. Ja, es gibt ja hier einen Trailer auf meinem Channel, falls euch das aufgefallen ist, zum Outlast DLC. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass der Trailer eigentlich nur das beinhaltet, was ich in der Let's Play Live schon mal gespielt habe, halt nur was vom ersten Teil. Ich habe ja schon einige Leute, die mich angeschrieben haben, Müll, das ist nicht Whistleblower. Das soll ja nur eine Ankündigung sein, wie halt der erste Teil war, dass man sich nochmal daran erinnert. Und, ja, ich habe mich auch, glaube ich, ein wenig mit dem Datum vertan, denn das DLC kommt ja am 7.5. und ich habe erst gedacht, dass ich es am 9.5. spiele, aber ich habe ja da Urlaub, also werde ich es am 7.5. spielen und nicht am 9.5. So, jetzt muss ich hier mal so ein bisschen mal schauen. Da unten läuft die Assassine. So. Und zack. Oh, das war knapp. Das war eine richtig knappe Geschichte. Oh, das war eine richtig knappe Geschichte. Wow. Oh Gott. Edward prügelt immer noch ein, obwohl es fehlgeschlagen ist. Mann. Ach, ich habe ganz vergessen, den Sony-Support anzurufen, weil mein linker Stick löst sich auf, also das Gummi. Ich muss da mal nochmal telefonieren mit Sony wegen dem neuen Controller. Tja, hält nicht das, was es verspricht. Ich will jetzt mal hier diese Mission mal endlich abschließen. Schimmeln jetzt hier schon fast 5 Minuten hier rum. So. Nein! Oh, das war eine ganz knappe Geschichte.
Der guckte mich nämlich schon wieder an. Kletter da hoch. Wer hat mich denn... Ach, der... Ach, die haben mich gesehen. Ah, okay. Gut, so. James Kidd aufspüren heißt die Mission, aber unentdeckt bleiben. Hoffen wir mal, dass wir das jetzt mal langsam mal hinbekommen. Ganz so auf die Schnelle. Okay, die Frau hat auch eine Männerstimme. Das haben wir in der letzten Folge ja schon rausgefunden. So, jetzt wird es ein bisschen problematischer, weil an dieser Stelle war ich, glaube ich, schon gewesen und hier bin ich gescheitert. Templer könnten längst wissen, wo wir sind. Das war Walpole, stimmt's? Dieser Engländer. Hi. Er hat uns hintergangen. Unser Vertrauen missbraucht. Wie kann man sowas wissen? Sogar Arthur Wei war von ihm geblendet. Gehen die jetzt weg, die beiden? Nein, die gehen nicht weg. Wir müssen da hinten, müssen wir hin. Vielleicht umgehe ich die auch mal. Ah, da oben stehen auch drei. Ah, die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Vielleicht kann ich die irgendwie anders umgehen. Mal schauen. Irgendwie über die Baumgipfel oder vielleicht hier außenrum die irgendwie stehen lassen. Aber man muss ja nicht alle ausnocken, sagen wir mal so. Man kann ja auch wahrscheinlich dran vorbeilaufen. Das sieht gut aus. So, müssen wir mal schauen. James Kidd aufspüren. In Folge 28 mit Reflex. Ja, ich bedanke mich immer noch für einige Kommentare unter den Videos. Und ich freue mich natürlich, dass ihr Spaß habt beim Zugucken. Ich habe auch relativ viel Feedback bekommen, dass es einigen Leuten Spaß macht. Das freut mich natürlich. Ah, jetzt geht die wilde Reise weiter. In unentdeckt bleiben. Oh, der ist ja schon. Ist ja schon hier oben. Oh, okay. Come in. Come. Oh na. Oh, das war richtig knapp was gewesen. Das war richtig, eine richtig knappe Geschichte war das jetzt. Relativ mutig, fällt mir gerade auf. Gar nicht gut. Gar nicht gut, dass er hier so... Okay. Boah, der Wegpunkt, der geht immer weiter weg, habe ich das Gefühl. So, oh. Das wird ja immer interessanter hier. Oh, wann müssen wir denn am besten, wäre es da hoch? Aber da erstmal hinkommen, ist jetzt die Devise. Oh Gott. Da wurde das Gespräch mal ganz schleunigst beendet.
Naja. Gucken wir mal. Der Charakter bleibt jetzt von der KI hier stehen anscheinend. Aber der andere läuft hin und her. Und da drüben die Frau auch. Nicht so dicht dran gehen. Ah, wir wurden gesehen. Wir wurden gesehen. Wir wurden gesehen. Mist! Das gibt's nicht. Mann, was ärgerlich. Jetzt so weit gekommen, ungesehen. Ja gut, probieren wir das Ganze nochmal. Ist ja nicht schlimm. So. Oben lief es eigentlich ganz, ganz geschmeidig und ganz gut. Wow. Komm du mal mit hier rein, dann bist du schon mal weg. Du auch, komm du mal mit in den Busch. Duck dich. Wow. War das knapp. So. Oh, da liegt eine Truhe. Na, die werden wir doch wohl noch mal mitnehmen. Oh. Aber die steht nicht in unsere Richtung. Bam! Oh, das war ein bisschen... das war ein bisschen fies von Edward. Also, wenn er schon die Assassinen nicht töten möchte, dann sollte man das auch nicht machen. Das war ein bisschen unschön, kann man auch sagen. Ah, ah, ich kletter doch da hoch! Eigentlich hätte er uns schon längst sehen müssen. So. Oh. Da ist ein Scharfschütze. Oh Gott. Müssen wir so schnell wie möglich erledigen. Aber ich glaube, ich werde hier nochmal... Habe ich den hier hingelegt gehabt? Ja. Werde ich auch nochmal erbeuten. Ich habe ganz vergessen, mal den anderen, die Assassinen auszurauben. Und somit... der Scharfschütze geht mir jetzt ein bisschen auf... Na, gucken wir mal. Boah! Okay. Wow. Okay. Mit einem Tritt durch die Mauer. Und ich glaube, jetzt dürfen wir ruhig, glaube ich, gesehen werden. Das glaube ich. Ich weiß es jetzt gar nicht, ob man jetzt hier gesehen werden darf. Ist immer noch James Kidd aufspielen. Es ist auch kein... Ich konnte jetzt aber auch nicht die Info lesen, die da gerade stand. Ich weiß es gar nicht. Probieren wir es mal aus. Nein. Na, duck dich doch. Ja, das war's. Ach, nee, Leute. Also, das war also nicht der... Wir müssen auf jeden Fall immer noch den Konflikt vermeiden. Ja, aber wie es hier dann jetzt weitergeht, in diesem Bereich hier... Das sehen wir oder seht ihr in der nächsten Folge Assassin's Creed Black Flag auf der PlayStation 4. Ja, ich sag, macht's gut. Tschüss.